future. Strong, united, working till we fall. And we all lift, and we're all adrift. Together, together. Hallo, vor kurzem ist das Warframe Fortuna Update erschienen. So habe ich das Spiel revisited und während ich also das Update gespielt habe, ist mir eins mehr und mehr aufgefallen. Das Free-to-Play-Spiel Warframe liefert mehr AAA-Experience als einige der tatsächlichen AAA-Releases, die wir dieses Jahr bekommen haben. Wie kann das also sein, dass ein 5 Jahre altes Free-to-Play-Spiel sich immer weiter in die richtige Richtung entwickelt und immer wieder positive Neuerungen bringt, während diverse andere Franchises stagnieren oder sich rückläufig entwickeln? Ich meine, Warframe hat sogar völlig zu Recht die GTA-Spielerschaft auf Steam bei den aktiven Spielern überholt. Wie konnte das passieren? Schließlich war GTA das meistverkaufte Spiel überhaupt und ist genauso alt. Es ist sogar vom Prinzip egal, was man sich jetzt als Vergleichsmaßstab hernimmt. Destiny, Fallout, das Schema ist irgendwie immer dasselbe. Man wird für alten Content, der reused wird, wieder ums große Geld gebeten. Die Entwickler liefern weniger Qualität mit weniger Aufwand und wollen trotzdem Geld dafür haben. Und dann haben wir hier Warframe, wo alles gratis ist und man dafür sogar noch mehr bekommt als bei anderen Spielen. Ist komisch, oder? Wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt. Wollen jetzt die Entwickler von Warframe nicht auch Geld verdienen? Doch, und sie verdienen sogar ganz gut Geld. Aber wie funktioniert das? Wie funktioniert es, dass man ein Spiel hat, das offensichtlich nicht so anti-consumer ist wie diverse andere Spiele? Wie bekommt man es hin, dass man mit der Community zusammenarbeitet und dass man dann auch den guten Willen der Community erntet? Wie bekommt man es hin, dass man ausnahmsweise mal auf die Community hört? Ja, wahrscheinlich dadurch, dass einem ausnahmsweise mal nicht alles scheißegal ist von Entwicklerseiten. Man merkt nämlich bei Warframe, dass an dem Spiel gearbeitet wird und dass auch von Entwicklerseiten aus das Ziel besteht, dieses Game immer besser zu machen und nicht immer profitabler. Das ist schon mal ein sehr großer Unterschied verglichen mit anderen Spielen. Und es ist besonders interessant, dass gerade dieser Umstand auf ein Free-to-Play-Spiel zutrifft. Gerade die Free-to-Play-Spiele sind es doch eigentlich, die dafür verrufen sind, dass sie den Kunden das Geld systematisch aus der Tasche ziehen wollen, eben weil sie halt Free-to-Play sind. Und dann haben wir hier die Free-to-Play-AAA-Experience. Finde ich sehr bemerkenswert. Und wisst ihr, was ich glaube, woran das liegt? An Warframes Monetization, also der Art und Weise, wie mit diesem Spiel Geld verdient wird. Die basiert nämlich auf der Ingame-Economy und hat so einen sehr, sehr zentralen Unterschied zu diversen anderen Spielen, wie beispielsweise denen, die ich eben auch schon genannt habe. Warframe hat nämlich hier ein System geschaffen, das eigentlich nur eine Sache für die Ingame-Economy rewardet von Entwicklerseiten aus. Und das ist direkt die Qualität des Contents des Spiels und damit verknüpft das Engagement der Spieler im Spiel. Es gibt für die Entwickler gar keinen Anreiz, irgendwie Content-Streckung zu betreiben oder irgendeinen Scheiß, der die Qualität des Spiels runterzieht, weil das direkt ihren Einnahmepotenzialen schaden würde. Wieso ist das so? Weil in Warframes Ingame-Economy die Nachfrage und der Preis von den Spielern bestimmt wird. Damit also der Ingame-Wert von der Platin-Währung, also der Premium-Währung in Warframe. Die kann ja von Spielern gehandelt werden, untereinander. Und dadurch können ja beispielsweise auch Warframes oder Teile von Warframes gehandelt werden. So gesehen haben wir also eine Ingame-Economy, in der die Spieler den zentralen Einnahmepunkt bestimmen können. Eben dadurch, dass Platin ja nur so viel wert ist, wie wirklich Nachfrage nach Platin besteht. Hier an dieser Stelle ein Beispiel. Irgendein Spieler möchte sich einen bestimmten Warframe zusammenbasteln,
Ihm fehlen dafür aber vielleicht Teile, weil es ein Prime-Frame ist, der schon eine ganze Weile nicht mehr verfügbar ist. Und so muss er jetzt mehr oder weniger darauf zurückgreifen, einem anderen Spieler Teile abzukaufen, der glücklicherweise eben jene Teile verkauft. Der hat aber eben, weil es halt auch ein seltener Frame ist, einen relativ hohen Preis dafür und möchte relativ viel Platinum dafür haben. Ja, ärgerlich, oder? Was muss jetzt der Spieler machen? Er muss echt Geld investieren, um möglichst dann an mehr Platin zu kommen, damit ein zahlungskräftigerer Akteur auf dem Ingame-Marketplace zu sein und dem anderen Spieler das Zeug abzukaufen. Und wenn der Preis so hoch ist, kauft der Spieler halt nicht. Insoweit ist das alles von der Ingame-Economy her schon mal grundsätzlich ganz gut gebalanced. Aber jetzt kommt noch der Qualitätsaspekt mit rein und das ist jetzt das, wo es wirklich anfängt, Pro-Consumer zu werden. Damit dieses System aufgeht und man seitens Warframe möglichst viel Geld damit verdienen kann, muss jeder Frame, den es in diesem Game gibt, möglichst viable genug sein, möglichst gebalanced genug sein, um kaufenswert zu sein, damit also auch dieser Frame gehandelt wird und interessant und relevant ist. Die Entwickler haben also einen direkten Anreiz, dass sie bei jedem Frame sich das Maximum an Mühe geben, um da wirklich guten Content rauszuholen. Und wenn man da mal ein wenig weiter drüber nachdenkt, dann ist dieses System eigentlich für alle Beteiligten positiv, obwohl es so freigestaltet ist. Grundsätzlich ist es für alle Beteiligten schon mal in dem Hinblick positiv, dass es was für die Community tut. Es fördert nämlich eine soziale, kooperative Atmosphäre, wenn man ständig mit anderen Spielern handelt und sich da vernetzt. Zum anderen hilft es aber auch jedem Spieler von seinem einzelnen Standpunkt aus gesehen. Die Spieler, die willens sind, sich die ganzen Warframes zu erfarmen und diese Teile dann alle zu haben, stecken viel Mühe in das Game, werden dafür aber auch belohnt, indem sie entsprechend beim Handel Platin bekommen können von anderen Spielern, die nämlich willens sind, echt Geld da reinzustecken. So können die sich ihre Ingame-Währung anhäufen, ohne wirklich echt Geld in das Spiel stecken zu müssen. Und die anderen, die echt Geld in das Spiel stecken, kriegen, was sie wollen, nämlich die Teile. Und das zu einem dem Grind jeweils angemessenen Preis, weil ja entsprechend die Spieler den Preis im Handel festlegen können. Das schafft eine faire Ingame-Economy. Kein Bullshit, so wie beispielsweise in GTA, dass irgendwelcher alter Content neu verpackt wird und dann teuer wiederverkauft wird. Was eigentlich keiner will. Alles wird für so viel verkauft, wie es für den Spieler auch wert ist. Das sichert faire Preise. Dadurch profitieren auch die Leute, die Echtgeld in das Spiel stecken, weil sie für ihr Echtgeld, das sie in das Spiel stecken, beziehungsweise halt für die Währung, die sie mit Echtgeld kaufen, auch das an Gegenwert bekommen, was sie dafür bekommen sollten. Und siehe da, sogar die Entwickler profitieren davon mit, weil, wenn das eines Tages erstmal alles so richtig läuft, sie ein vom Prinzip sich selbst regulierendes Ingame-Economy-System haben, wo sie gar nicht mehr so viel Arbeit mit haben. Das Spiel verdient quasi von selbst sein Geld. Und man muss nur immer mal wieder mit neuem Content einen Schubs geben, damit das Ganze am Laufen bleibt. Und wenn mal was nicht rund läuft, hat man direktes Community-Feedback, dadurch, dass die Community so aktiv eben auch an der Economy beteiligt ist, und kann damit relativ gut die Probleme lösen, wenn man halt auf die Community hört. Und siehe da, das tut man ja, und dadurch sind die Probleme dann auch alle ziemlich gut lösbar. Und noch ein riesen Pluspunkt für die Spieler, die nicht willens sind, Echtgeld in das Spiel zu stecken. Es gibt seitens der Entwickler keinen Anreiz, das Game übertrieben grindlastig für die zu machen. Natürlich muss es ein gewisser Grind sein, damit Warframes und so weiter auch entsprechend ihren Gegenwert haben. Aber wird der Grind zu groß, sinkt ja quasi das Handelsvolumen, dadurch, dass zu wenige Warframes im Umlauf sind. Und wenn das der Fall ist, ist das ja auch nicht mehr im Interesse der Entwickler. Die Entwickler wollen ja, dass möglichst viel gehandelt wird, damit möglichst viele Leute einen Anreiz haben, echt Geld in das Spiel zu stecken. Das bedeutet, der Grind ist immer auf einer fairen Ebene. Eben dadurch, dass Preis und Nachfrage durch den Handel der Spieler untereinander auch fair gehalten werden. Ist dieses System jetzt absolut perfekt und fehlerfrei? Nein, würde ich nicht sagen. Es ist auch möglich, dass selbst hier noch Pay-to-Win-Effekte auftreten können. Es kann beispielsweise sein, dass einer sehr große Mengen an Echtgeld in das Game pumpt, sich damit sehr große Mengen an Platin zulegt und dann anfängt, in der Ingame-Economy ordentlich auf Shopping-Tour zu gehen, sich alles zusammenkauft, was er haben will und sich dann damit sozusagen einen substanziellen Ingame-Vorteil erschlichen hat und erkauft hat. Aber dadurch, dass ein großer Teil der Progression bei Warframes immer noch an Gameplay gebunden ist,
würde ich behaupten, ist es nicht möglich, so wie in GTA, sich sämtliche Progressionen zu erkaufen, die man braucht, um in dem Game zu dominieren. Es ist nicht möglich, dass jetzt einer in dem Spiel komplett neu anfängt, nichts kann und keine Ahnung hat, aber sich rein durch Echtgeld alles kauft, was er haben muss, um auf dem gleichen Niveau unterwegs zu sein, was Equipment und so weiter anbelangt, wie ein Veteran, der schon sehr lange spielt. Und damit ist das Pay-to-Win zumindest noch sehr eingeschränkt, auch wenn es teilweise möglich ist, sich substanziell Ingame-Vorteile zu erkaufen. Das ist für ein Free-to-Play-Spiel eines der besten Systeme eigentlich. Denn normalerweise sind Free-to-Play-Spiele häufig mit dem Pay-to-Win-Beigeschmack verbunden, was hier nicht der Fall ist. Also auch da wieder ein Riesen-Pluspunkt dieses Systems. Aber warum, wenn dieses System so toll und perfekt ist, haben das andere Spiele noch nicht übernommen? Und da kommt es in die nächste Sache, die ich hier in diesem Video thematisieren möchte. Das hat nämlich auch etwas mit Vertrauen in die eigene Community zu tun. Denn wenn man das nicht hat, dann ist dieses System nicht wirklich viable. Und außerdem hat es damit zu tun, dass man dann auch ein Spiel liefern muss, das von der Qualität her überzeugt. Man kann beispielsweise sich nicht leisten, dass in so einer Economy irgendwelche Glitches auftreten. Duplication Glitches beispielsweise. Oder die von GTA allseits bekannten Geldglitches. Also ja, während ein solches System völlig zu Recht wunderbar ist, wenn es erstmal richtig läuft, so ist es doch trotzdem auch vorher mit substanziellem Aufwand verbunden, um das so zum Laufen zu kriegen. Und man verpflichtet sich auch in Zukunft noch vernünftigen Content zu liefern. Und natürlich geht man auch irgendwo ein Risiko ein, wenn man der Community so viel Verantwortung überträgt. Man verlässt sich schließlich darauf, dass dann die Community auch verantwortungsbewusst mit dieser Verantwortung umgeht. Und ich denke, das ist eben der Schritt, wo sich viele Entwickler unglaublich schwer tun und warum es solche Systeme nur so selten gibt. Man hätte schließlich auch bei anderen Spielen die Möglichkeit, sowas zu etablieren, aber ich denke, man vertraut der eigenen Community nicht ausreichend genug, weil man eben auch mit der eigenen Community nicht ausreichend interagiert. Man muss auf Community-Wünsche eingehen, wenn man ein solches System hat. Und auch das möchten viele Entwickler, denke ich, so nicht. Die möchten eher ihrer eigenen Vision des Games nachgehen und nicht auf das hören, was die Community sagt. Was an sich auch schon wieder irgendwo problematisch ist. Aber grundsätzlich hätte man ein solches System beispielsweise auch in Fallout 76 bringen können. Auch da gibt es Player Trade. Ich könnte beispielsweise meine Power-Rüstung an einen anderen Spieler verkaufen. Ich könnte sie sogar verschenken. Aber das Interessante ist, sobald da meine Lackierung aus dem Atomic Shop dran ist, da geht's nicht mehr. Da kann ich die Rüstung nicht mehr wegschmeißen. Denn wenn ich sie auf den Boden lege, dann könnte ein anderer Spieler die aufheben. Stattdessen kann ich meine Rüstung nur behalten oder für Einzelteile zerlegen. Eben damit nichts, wo irgendwo Echtgeldgegenwert hintersteckt, an andere Spieler gelangt. Jeder Spieler soll das, was mit Echtgeld zu tun hat, sozusagen komplett für sich selbst managen. Und das ist der entscheidende Schritt, den Warframe unternommen hat, wo Warframe das System, sagen wir mal, substanziell geändert hat. In Warframe können auch die Dinge, wo Echtgeld hintersteckt, getradet werden. Und das ist das, was dieses System fair hält. Und das ist das, wo andere Spiele lernen müssen, um ihre Ingame-Economy fair zu halten. Immer mehr Spieler fangen an, die Monetarisierungssysteme in Spielen vollständig zu verstehen und zu hinterfragen. Immer mehr Spieler haben keinen Bock mehr darauf, sich ständig abgezockt zu fühlen und das für halbherzigen und teilweise reuseden Content. Warframe geht mit einem Positivbeispiel voran, dass es auch anders geht. Hört auf, Spiele gegen eure Community zu entwickeln. Fangt an, Spiele für und mit eurer Community zu entwickeln. Das ist definitiv auch für die Zukunft der richtige Weg. Also, lernt daraus. Und jetzt möchte ich zum Ende des Videos noch ein bisschen was zum Fortuna-Update sagen. Das hat mich nämlich auch echt positiv überrascht. Ich bin da eigentlich ohne besonders große Erwartungen rangegangen. Aber vor allem auch die Narrative hat mich hier echt, ja, begeistert eigentlich. Ich persönlich finde es jedenfalls schon relativ beeindruckend, dass man trotz den, sagen wir mal, ästhetisch etwas gewöhnungsbedürftigen Kastenköpfen und einer doch recht kompakten Story-Questline es geschafft hat, hier eine vernünftige Narrative auf die Beine zu stellen, während andere Spiele damit strugglen, überhaupt heutzutage noch eine Story zu bringen. Und da hat man es hier geschafft, vernünftiges Character-Development und sogar reale Motive mit reinzubringen. Finde ich gut.
Man hat hier diverse Anknüpfungspunkte zum echten Leben, beispielsweise die Ausbeutung von Arbeitern oder auch, dass man, wenn man der Finanzelite wirklich Schaden zufügen möchte, dass man sie da erwischen muss, wo es ihnen wehtut, wenn man Interessen gegen die durchsetzen will, nämlich beim Geld. Oder wie wäre es damit, dass Leute durch ihre Schulden förmlich in eine Art moderne Sklaverei verfallen? Alles Motive aus Vergangenheit, Gegenwart und vielleicht Zukunft. Und das, während andere Spiele es überhaupt nicht mehr hinkriegen, eine Story zu bringen. Und für umsonst. Also ich würde sagen, das kann man schon mal ausprobieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Strong, united, working till we